bekommen. Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Und dass man so lange wartet, bis er stirbt, das ist, wenn der einmal kriminell geworden ist, dann geht das sofort weg mit ihm. Man kann nicht warten, bis irgendwer stirbt die ganze Zeit. Und jetzt ist der vierte Fall schon und das geht nicht. Eben dadurch, dass es jetzt schon 4 Tote gab, es wird noch einige mehr geben dieses Jahr und es wird auch nächstes Jahr viele geben. Und ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass man da wirklich schaut, dass man daran was ändert. Ich bedanke mich ganz herzlich, wie viele Menschen hier zusammengekommen sind. Wir stehen heute hier, um eines jungen Mädchens zu gedenken. Dieses Mädchen wurde brutal ermordet. Ermordet von einem mehrfachen Straftäter, der sich seit 2014 als vermeintlich Schutzsuchender, als Gast in unserem Land aufhielt.